Go. Jo, herzlich willkommen. Hier ist Marc und Steven. genau, wir spielen, wie ihr seht, Tibium Wars, Command & Conquer. Ja, ich bin Kommentator, ich kann hier so coole Striche malen, die Steven wahrscheinlich nicht sehen wird. Nee, leider nicht. Ja, mit Steven zusammen hier. Wem gucken wir gerade zu, Steven? Weißt du, wer das ist? Wir können jeweils oben, also ich kann jeweils einer persönlichen View Ich kann allen zugucken. freischalten. Ja, kann ich auch, ich kann allen. Aber ich möchte, wie kann ich diesen Stift hier wegmachen? Ah, jetzt. Ich gucke gerade. Weiß ich gar nicht, wer das hier ist. Steht, müsste eigentlich oben stehen. Naja, aber ich kann ja auch keinen einstellen, also kein, also Ja, also klassisch. oben links, das ist Jens. Okay. In der Mitte, das ist, wenn ich mich nicht In der Mitte. irre. Ach, Alter. Nee, links, rechts. Entschuldigung, oben rechts ist. Sag einfach die Farben. Ja, rot ist Jens. Ja. Orange Marcel. ist Marcel und blau ist der Paul. Genau. Können wir uns eigentlich irgendwelche Daten schicken, wir beide? Irgendwie über irgendwie alt oder so? Wie macht man so ein Zeichen? Siehst du das? Nee. Ich überlege gerade, wie ich das hier mache. Egal. Dann können wir uns halt nur Kann ich über. dir auch zugucken gerade? Warum solltest du mir zugucken? Ich bin Zuschauer. Du Hätte kannst. ja sein können. Hätte ja sein können. So, auf jeden Fall kann ich auch malen. Hier, kannst du das auch, Steven? Nee, ne? Nee, malen kann ich nicht, nein. Mit, wie kann ich das entfernen nochmal? Mit entfernen, ja. Gut, Ach so, und die drei tapferen Männer spielen gegen die KI. ja, das ist einmal. Wollen wir schon verraten, oder? Ja, das sind dann zweimal, nee, doch. Zweimal Not und einmal GDI. Ja. Die hören uns eh gerade nicht zu, also von daher ist das egal. Genau, die sprechen nämlich auch über Skype. Und ich und Steven sprechen separat über Skype. Ja. Aha, joche. So, was passiert denn da? Marcel bildet schon fleißig Truppen aus und den ersten. Warte mal. Den ersten Sammler. Ja, ich habe das Spiel seit 3 Jahren nicht mehr gespielt. Und deswegen spielst du heute. Also, ich kommentiere es heute zum ersten Mal wieder. Steven hat etwas mehr Ahnung. Ja, er baut erstmal. Also alle gehen eigentlich erstmal, also eigentlich gehen eigentlich relativ schnell auf irgendwie so Waffen. Ja, wobei Jens relativ schnell expandet, das heißt eine Vorschubbasis baut und mit dem halt mehr Ja. Nachschub und halt auch besser Verteidigung Ja. aufbauen kann. Also persönlich, ich persönlich spiele die Aliens am liebsten. Das sind für mich die geilsten. Ich weiß nicht, ob die jetzt immer noch OP sind nach Patch 1.09. Sie sind immer noch recht gemein, aber man kann sie knacken. Ja. Auf jeden Fall fehlt da noch. Ach ne, es wird gerade repariert, soll das wahrscheinlich heißen. Ja, auf jeden Fall mit den Aliens kann man sehr geilen Scheiß machen später und schön expandieren. Ja, eigentlich kann er gerade. Ja, eigentlich alles relativ schnell. Ich sag, das Match wird nicht sehr lange dauern. So, die Gegner haben schon ein bisschen auf Flugabwehr gesehen, so, gebaut, ne, wie ich das sehe. Also zumindest der. Welche meinst du? Unten rechts, wer ist das nochmal? Ist das Unten rechts, das ist Not? Not, nee, das Ja. ist Anti-Infanterie. Schredderturm, ne? Ja. Ja, das sind Anti-Infanterie. Infanterie. Ja, was haben die dafür? So. Achso, das sind verkorkste Häuser. Ja, der So. hier ist mehr so der GDI unten links. Der lila ist mehr so der auf Fabriken und sowas macht, ne? Irgendwie. Der Lilane geht eher Der auf eher mehr. auf Ressourcen, würde ich sagen. Wir werden sehen. Auf jeden Fall ist er nicht sehr intelligent, weil er seinen Ingenieur direkt durchs Tiberium Ja, fällt. also zwei Gegner gehen sehr stark Auch auf ist. Einheiten und der ganz links geht auf Ressourcen. Ja. So, Paul macht schon, was ist das, Flugeinheiten? Nee. Nein, das ist, er holt sich gerade Verstärkung von seinem Flugfeld gerade. Okay, er ist mehr so der Einigler, so etwas mehr. Das würde ich ihm auch raten, weil er das ein Neuling des Spiels Ja. ist. Marcel auch. Und Jens macht halt schon. Und der expandet halt schon, wie Ja. man es machen sollte. Sollen wir denen jetzt eigentlich noch ein paar Tipps geben, was sie jetzt gleich demnächst machen sollten? Oder wollen wir sie einfach mal blind reinlaufen Wir lassen? lassen sie blind reinlaufen. Alles klar. Dann mache ich Da mal ein kommen schon bisschen. die ersten Bazooka-Kampftrupps. Die ersten, die ich sehe. Die sind auch relativ cool.
Sollen wir wirklich pa- Naja gut, das wird dann halt, Paul bemerkt gerade, dass er angegriffen wird. Also immer schön jegliche Seiten verteidigen und sie haben gerade dein Energienetz lahmgelegt. So, Paul wird hier angegriffen, sieht man sehr schön die Gegner. Immer sehr schön auf die ja, auf die Energieversorgung gegangen. Wenn ich Paul einen Tipp geben darf, wenn man ein Gebäude von der vom Stromnetz nimmt, kriegt man wieder Energieressourcen, wobei sich dann die Verteidigungsanlagen wieder aktivieren. Ja, da wird Paul jetzt auch wieder angegriffen, das heißt... Irgendjemand sollte mal Paul helfen. Ja, der wird nämlich jetzt... kommt da schon wieder Nachschub von den Gegnern? Nein, eigentlich nicht. Nein, aber der Marcel kommt jetzt Paul zur Hilfe. Wie das aussieht. Ja, die Gegnertruppen laufen gerade durch ihr Tiberiumfeld, was ziemlich dumm ist, die verrecken da gerade alle unten. Ja, sehe ich auch gerade, aber das ist halt nur eine mittlere KI, ne? Was will man erwarten? Ja. Marcel lässt auch seine Truppen durchlaufen, also warum nicht? Warum nicht? So, gut. Was für Befehle habe ich hier eigentlich? Ah, ich kann ja schreiben. Das weiß ich. Sehe ich das, was du schreibst? Das weiß ich. Ja, sehe ich. Und sie sehen es nicht, das ist irgendwie cool. Aber ja, so, da kommen schon die nächsten Einheiten zu Paul hingefahren. Oder zu Marcel, man weiß es nicht. Ich schätze Paul, wenn er intelligent ist. Obwohl, er könnte sich jetzt auch an den Feinden... Okay, er ist nicht so intelligent, aber egal. Gucken wir bei Marcel. Alles okay. Alles. Jens expandiert weiter und schickt Einheiten jetzt zu Paul. Da kommen allerdings schon die nächsten paar Truppen zu Jens. Ja. Ein paar Raketentrupps wieder, Standard, ein paar Skorpionpanzer und Kampftrupps. Standard. Die Standardtruppen. Ja, die Standardtruppen kommen da halt hin. Jens hat also noch nicht sehr in die Technologie investiert. Ich sehe nämlich noch keine Sturmsäule bei ihm. Team Gelb hat schon in der Mitte das EMP-Kontrollzentrum eingenommen. Ja, das ist manchmal gemein, wenn man es einnimmt. Damit kann man nämlich schnell mal die Energieversorgung des Gegners lahmlegen. Ja. Gelb jetzt nachher auch, wenn so die... falls dieser Kampf so lange dauert, was ich bezweifle, weil die Map relativ klein ist. Kommen nachher richtig geiler Shit. Also man kann ja später richtig geile Gadgets einsetzen und so. Ja. Richtig geile Funktion. Ja, die Sturmsäule ist fertig. Damit ist seine Expand-Basis eigentlich relativ... safe. Wichtig ist es auch immer genau für den Alien-Typen den Wachstumsbeschleuniger in die Tiberium-Felder zu bauen. Ja. Der ist eigentlich Standard. Wenn man den nicht baut, dann weiß ich auch nicht, was man tut. Ja, da leider kein Not-Spieler bei denen ist, kann man auch nichts dazu sagen. Wir wollen mal die speziellen Fähigkeiten von Not noch unter Verschluss halten. Vielleicht ja. Beim nächsten Mal, wenn ein Nordspieler das nächste Mal mitmacht. Ja. Da nee, wird schon unsichtbarer Buzzer, waren da gerade eben gewesen. Die allerdings sind down. Von dem Sucher. Mhm. Also mir hat die hier Mammutpanzer Pitbull Variante immer sehr gut gefallen. Ja. Gab's da nicht so einen Mod auch irgendwie für richtig fette Panzer? Da gab's auch so einen geilen Mod. Und jetzt gibt's auch einen geilen Mod, wie heißt der nochmal? Mid Eastern Crisis. Ja genau, auf jeden Fall. Nicht Mid Eastern, sondern Mid East Crisis. So, genau, sorry. So, Jens wird angegriffen von Raketentrupps und hat dem gerade nichts entgegenzusetzen. Dann musst du einfach nur bei Sekundärgebäude und Vorposten auswählen. Und leider nicht im Skype, brauchst du doch nicht zu schreien, oder? So, reparieren hast du oben rechts hast du einen Schraubenschlüssel. So. So, da kommen was jetzt Truppen, die laufen, ein paar laufen durchs Tribierumfeld, ein paar Raketentrupps, aber das. Wie man sieht, wurde gerade auf Pauls Basis dieser EMP-Schlag gemacht und man sieht mal wieder schön, dass das ganz schön verheerende Auswirkungen haben kann, wenn jetzt Einheiten gekommen wären.
Das ist halt die, gegen wen spielt er eigentlich? Ich spiele gegen GDI und Not. Ja. GDI geht halt gerne auf Luft. Ja, also links ist jetzt auf jeden Fall ein paar größere Fights. Und, oh, die Basis ist ganz schön heftig von links. Ja, die Lilane, ne? Steven? Ja, die Lilane. Die, wo ich gesagt habe, dass sie auf Ressourcen geht, hat jetzt doch sehr gut ausgebaut. Also, oh, die ist schon relativ geil. Zusammen mit der Base von der, hier, Türkisen, ne? Ja, also ich würde mich auch, also ich persönlich habe es immer früher so gemacht, mit einem Kumpel ja. zusammen in der Mitte getroffen und da eine richtig geile Basis gebaut zusammen. Das machen Ole und ich auch immer, ja. Ja, also, genau. Ja. Ist halt der sicherste Weg, wenn man sich zusammen eine Base baut. Ja. Und da hat Jens schon, die auch richtig geil waren, die Annihilator Tripod. Ja, die waren sehr verheerend im Kampf. Ja, und vor allen Dingen haben die ja immer ihr... Oh, da kommt schon der... Ist das der erste? Das ist der erste planetares Trägerschiff. Die sind richtig awesome, wenn du davon richtig viele baust. Zumindest in der Kombination mit den Devastator-Schlachtschiffen. Ja, auch. Aber eigentlich alle Schlachtschiffe mit diesem Umfeld und noch mit anderen Sachen sind die Aliens einfach genial, relativ. Ja. So, dafür haben die anderen, also die Aliens haben eindeutig Vorteile im Luftangriff und die anderen eigentlich Boden und so. Ja, wobei man eben halt die Aliens, das Problem ist mit den Aliens, man braucht erstmal ein paar Minuten, bis man die halt so weit gespielt hat. Ja, das dauert, ja. Das heißt, man kann sie sehr schnell rushen. Ja, genau. Man sieht auch an Jens, er hat jetzt nicht so viele Abwehrtürme, aber dafür hat er halt auf die Einheiten Ressourcen verbraucht, ja. Ja, und wie man sieht, sie haben eine sehr große Reichweite, die Devastator-Schlachtschiffe. Das macht sie eigentlich auch so gut gegen Gebäude und Bodeneinheiten aller Art. Und da ist der EMP-Kontrolle sind nun down. Ging ja schnell. Ja, Paul muss immer noch die ganzen... Oh, die Mammutpanzer kommen jetzt schon... Waren die schon bei Paul? Keine Ahnung. Also auf jeden Fall kommt da Verstärkung vom Lilanen, bringt jetzt auch nochmal Verstärkung. Das wird... Hart. Wie sieht's eigentlich mit Marcel aus? Lange nichts mehr gehört von Marcel. Der... Aber so testet einfach mal alles aus, würde ich sagen. Stimmt das? Ja. Genau, und Jens macht das schon. Jens ist auch ein Veteran. So, Basis Lila und Türkis sind gut. Basis Gelb ist auch schön. Die haben Schleier. Stealth, ja. Sie sind gestealthed. Das heißt, die anderen sehen sie gar nicht erstmal, außer mit dem Sucher, oder? Oder mit was? Außer mit Sucheinheiten, die so einen Sensor haben, ja. Paul wird etwas, gestört. So langsam gehen die Tiberium-Ressourcen auch ihrem Ende zu. Das heißt, ist eigentlich die Ressourcenphase vorbei. Jetzt kommt's zum Angriff. Jetzt kommt's eigentlich nur noch darauf an, diese Ressourcen, die man gesammelt hat, richtig zu einzusetzen. Ja. Und wenn du dir mal die Base anguckst unten, die relativ heftig ist, scheint sie eigentlich alle nur noch über links angreifen. Das heißt, Paul wird es da sehr schwer haben, irgendwas zu bauen, weil er kommt gar nicht dazu. Ja. Also was da kommt, was da alles hochkommt, was die noch in der Base haben, das wird richtig schwer. Die Base ist. Die Base, die Basen. Sagen wir den deutschen Plural, die Basen. Ja. Ja, die Basen sind auf jeden Fall größer von den Gegnern. Scheint zumindest so. Ja. Es sieht so auch aus auf der Karte. Ja. Und so langsam sehen wir, das CPU-Mittel, der hat bald die Ionenkanone und die Aurora-Rakete. Und die CPU hat jetzt, alle CPU-Typen haben jetzt die. Superwaffe, ja. Haben schon Superwaffen, ja. Ihre Superwaffen sind schon da. Das heißt, es wird sehr schwer. Irgendwann hat Jens dann auch schon den Spalter oder so. Jens, wann hast du wie heißt das Ding nochmal? Spaltgenerator. Ja. Oder ich gucke nochmal nach, aber ich bin der Meinung, es heißt Spaltgenerator. Auf jeden Fall wird Jens auch angegriffen wieder von Raketen. Spaltgenerator. Aber die Basis